Assam Island ist die Vision einer nachhaltigen, autarken Schwimminsel aus Recyclingmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen. Die Insel wird in einfachsten Technologien und Open Source entwickelt, damit sie Menschen in Überschwemmungsgebieten nützen kann. Zuerst bauen wir eine flexible Kuppel aus Bambus. Diese formen wir dann mit Epic ab, einem schwimmenden Betongemisch aus Zement, Papier und Styroporabfällen. Mit der Bambuskuppel darauf ist unsere einfache Schwimmplattform schon fertig. Ein Großteil unserer Bedürfnisse können wir bereits durch lokale Partner vor Ort und unsere Freunde aus aller Welt decken. Aber es fehlt noch etwas Geld, um externe Kosten für Transporte, Materialien und die Dokumentation und Verbreitung unseres Wissens zu gewährleisten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Nachrichten. Goa, Indien. Der aktuelle Klimareport des IPCC hat erneut auf den gefürchteten Anstieg des Meeresspiegels innerhalb dieses Jahrhunderts hingewiesen. Die meisten Großstädte befinden sich in gefährdeten Küstenregionen und die globale Gemeinschaft sollte endlich den zu erwartenden Gefahren für die Menschheit und maritime Biosphären ins Auge sehen. We call for action. Sealand Multiversity hat damit begonnen, mit Isip Island eine schwimmende Insel in Indien zu bauen. Die Nachfrage nach schwimmenden Inseln steigt mit dem Meeresspiegel, behauptet Joy Lohmann, der Initiator aus Deutschland. Wir arbeiten mit kreativen Machern aus aller Welt zusammen, um gemeinsam eine Low-Budget-Do-It-Yourself-Insel zu entwickeln und ein globales Bewusstsein für den Klimawandel und den Anstieg der Meeresspiegel zu schaffen. Wir haben bereits einige Erfahrungen mit Recyclingflößen und Inseln. Und es gibt überall auf der Welt genügend Müll als Werkstoff. Lass uns daraus etwas Schönes machen. Also, für mich klingt das ganz gut. Geben wir Ihnen doch eine Chance. Sicherheitshalber habe ich mich aber mal umgehört, was eine kleine Meerjungfrau von Asip Island hält. Because of the climate change, there are more and more floods coming, and the people that live in the flooded places always lose their home and their existence. So I think Asip Islands is a really good idea, because it's a good idea to build islands that float on the water when the flood comes. Wenn du das auch so siehst, hilf uns, Asip Island wahr werden zu lassen. Und du wirst immer auf unserer gemeinsamen Schwimminsel willkommen sein. So if we do that and it is a success like this, then I like to post pics on asap.org. So join this project! Ja, wir gehen ins Spiel.